Hallo und willkommen, ich bin Patrick Rudorfer von Corpus Mutum. Die erste Übung ist der Sixpack Twister. Wir schauen einfach im Stuhl, dass wir ein Stückchen nach vorn rutschen. Schaut aber, dass der Stuhl nicht nach vorn kippt, sondern dass wir einfach so genau so ein bisschen vorne sind. Dann richten wir uns auf. Die Beine sind hüftbreit und der Bauch ist leicht gespannt. Das heißt, den Nabel zur Wirbelsäule hinterziehen und dabei das Atmen aber nicht vergessen. Das heißt, wir atmen ruhig und regelmäßig weiter. Oft passiert es, wenn wir so den Beckenboden anspannen, dass wir auch die komplette Bauchmuskulatur anspannen und dadurch schwerer atmen können. Das heißt, schaut ein bisschen weniger Spannung und dann geht das schon ganz gut. Wenn es mit dem Atmen schwer geht, dann schaut einfach, dass ihr mit dem Nachbarn noch redet. Okay? Jetzt schauen wir die Hände nach vorne geben, aufgerichtet bleiben und der Bauchspannung haben wir noch. Die Beine sind hüftbreit und wir lehnen uns leicht nach hinten. Und dann drehen wir uns ganz leicht nach rechts und nach links. Und das ist schon die Übung. Da haben wir dann die geraden Bauchmuskeln dabei, die seitlichen Bauchmuskeln dabei. Und wenn wir das 4-5 Mal machen, dann passt das schon. Mit der ganzen Körperspannung, wir spüren die Muskeln von den Füßen bis rauf, bis zum Scheitel, spüren wir alles. Pobacken sind gespannt, Bauch ist gespannt. Und dann können wir das schon rechts und links machen. Wenn es zu leicht ist, gehen wir ein Stück weiter nach hinten. Wenn es zu schwer ist, gehen wir ein Stück nach vorn, sodass wir im Endeffekt hier auch variieren, dass wir weniger oder mehr Schwerkraft auf den Körper eben wirken haben und dann passt die Geschichte dann schon wieder. Gell? Dann eine Pause dazwischen, das Ganze dreimal und das könnt ihr aber über den Tag verteilt dann auch öfter machen. Das war die erste Übung. Wir freuen uns auf die nächste Übung. Bis dann!